Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Let's Play von Drachensang Online. Dies werde ich aber nicht alleine spielen, sondern mit... Jetzt kennen wir die Stimme vom anderen. Der ist momentan noch nicht da, der kommt in Stufe 8 zu uns. Von dem her spielen wir bis Stufe 8 noch alleine. Und ja, hier sind wir die Charakterstellungen. Da gibt es zum Beispiel den Drachenkrieger. Die starken Kämpfer stürmen mutig auf ihre Gegner zu und stellen sich ausdauernd ihren Attacken. Wobei ihr wütendes Drachenblut sie dazu befähigt, legendäre Kampftechniken anzuwenden. Im Kampf hören wir das Schlagen von Schwingen in unserem Blut. Ja, das sind die Drachenkrieger. Hier gibt es auch weiblich. Kannst du da die Haare dann auch machen? Aber sehen wir dann später. Jetzt kommen wir zu Zirkelmagier oder Zirkelmagierin. Die imposanten Gelehrten wirken aus weiser Distanz mit der Macht ihres Geistes arkane Zauber, welche so zerstörerisch sein können wie eine Naturgewalt oder es ihnen erlaubt, einen riskanten Kampf zu entkommen. Die mächtigste Waffe ist das Wissen. War logisch bei Magier. Dann haben wir die Waldläufer und Waldläuferinnen. Waldläuferin. Die wendigen Jäger und Fallensteller sind nicht nur zielsichere Schützen, sondern können mit ihren Klingenbögen auch im Nahkampf bestehen, was sie zu unberechenbaren Gegnern macht. Tut mir leid, es ist noch früh am Morgen, kann ich noch nicht so gut lesen. Wir bringen das Gleichgewicht mit Pfeil und Klinge. Dann haben wir noch die Dampfmechaniker. Dampfmechaniker. Ein Zwerg kommt selten allein, sondern meist in Gesellschaft. Seine mechanischen Erfindungen und seine Schießeisens, dadurch ist es sowohl ein beliebter Kampfgefährte wie auch ein gefürchteter Gegner. Wir reparieren die Welt. Das ist der Zwerge. Jetzt haben wir zum Beispiel die Frau. Jetzt können wir hier die Haare gucken. Oh, die hat die Haare schön. Sie hat die Haare schön. Also ich kann mir noch schöne Haare nehmen bei denen. Aber ich spiele natürlich Menschen, weil ich natürlich auch Menschen bin. Welchen Mann ich spielen. Aber ja, ja. Bärtchen. Kleiner Afro. Afro. Bin ich doof oder was? Hier haben wir schon gestylt. Und hier haben wir schon eine Wuschelfrisur. Mein Stil hat sie nicht, von dem wir nämlich geklatscht haben. Ich würde sagen, der Bart sieht doch gut aus. Wie da der Koch, der Deutsche, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der hat ja auch so ein Schnäuzchen. Und wie heißt denn der? Moment, ich gehe mal gucken. Hallo zurück. Ich habe schnell nachgeguckt. Der heißt Horst Lichter. Und ich glaube, so nennen wir ihn auch gleich. Geht das überhaupt? Horst Lichter. Ich glaube, ich möchte da noch eine Lücke zwischendrin. Geht das? Kann ich das? Horst Lichter. Geht irgendwie nicht so. Hä? Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, wie das aussieht. Dann starten wir mal in die Welt. Horst Lichter. Guck dir an. Da ist der Horst. Horst Lichter. Ach, guck mal, hier ist eine Frau. Ich weiß gar nicht, wie der richtig spricht. Den kann ich gar nicht nachmachen. Willkommen im Leben, Horst Lichter. Ich habe deine Seele vom Tod gestohlen. Doch nicht jeder hat das Glück, von einer Göttin erwählt zu werden. Deine Freundin Jane musst du selbst helfen. Such sie. Wir werden uns an anderer Stelle wiedersehen. Okay, Horst Lichter. Ich gehe kochen. Ich muss kochen. Horst Lichter geht kochen. Okay, kannst du mal schießen? Schießt du? Bam! 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 Kupfer. Lalalalalala. In der Welt der Drachen. Ja, guck mal. 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 So. Das haben wir ja auch schon fast ein bisschen was an EP gemacht. Da kann ich schießen, denn der Horst Lichter muss alles aufmachen, aber er findet nichts zum Kochen. Also wir kochen, wenn sowas hier gibt. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist Jane. Das Mistvieh hat mich überrascht. Die Horden des Drachen. Davor hatten die Bundesmeister uns gewarnt. Bündnismeister uns gewarnt. Bundesmeister. Vor der erwachten Bedrohung. Aber wir können doch nicht wissen, dass sie uns sogar hier finden. Doch, können wir. Also, du fielst, habe ich fast den Mut verloren. Aber ich bin jetzt ein Drachenkriegerin. Ich habe durchgehalten. Hab das Biest erschlagen, doch vorher hat's mich noch erwischt. Bitte zieh das schwere Ding von mir runter. Mein Bein, ah!
Ja, sorry, habe ich jetzt ein bisschen blöde gelesen. Ja, bist eingeklemmt, wa? Ach. Wow, unser Horstlichter ist aber stark. Puh, ich danke dir, Freund. Der Feind ist nahe als gedacht, hm? Unglaublich, die alten Mythen über die Wesen der anderen Welt. Aber das sind sie also alle wahr. Die Drachen sind wirklich zurück. Nur wir vom Bündnis können sie aufhalten, oder? Nee, eigentlich nicht unbedingt, denke ich mal. Ich sollte für Hauptmann Voller den Falken aus der Vogelhole bringen. Für eine dringende Nachricht. Dann kann das Biest auch wieder dazwischen. Bring den Vogel zum Südturm. Für mich hat sie sich's ausgekämpft. Passt auf euch auf. Horstlichter? Natürlich, Horstlichter geht jetzt kochen. Der muss kochen gehen. Der kann nicht kämpfen. Warum hat ein Horstlichter hier eine Pistole in der Hand? Bam! Hallo schon, Freunde! Der Charakter kann nicht... Was habe ich gedrückt? Oh. Ich dachte, vielleicht kann ich den auch sonst noch bewegen. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Oh, guck mal. Vogelschlag. Nein, Gegenstand ist mir im Inventar hinzugefügt. Ja, verbrannter Falke, ne? Ist scheiße. Ich glaube, der fliegt nicht mehr so weit. Wir können es probieren, aber ich glaube, der ist einigermaßen kaputt. Guck mal hier. Auftragjäger. Was ist das für ein wertvolles, verkohltes Gräbe? Hier flickst, ohne Falken. Wie sollen wir jetzt die Warnung nach Grimm fortschicken? Ich habe dafür keine Zeit. Wir holen hier die Drachen aus der Luft. Wenn noch mehr Viecher landen, sind wir geliefert. Naja, nicht mein Problem, ne? Ich muss kochen. Mein Augenmerk muss der Verteidigung von fliegenden Inseln gelten. Aber die Welt soll von der Rückkehr der Drachen erfahren. Schlag dich zum Meister Thanos durch. Frag ihn, wie wir die Warnung runter nach Grimfort kriegen. Klar? Klar wie Kloßbrühe. Dafür gehe ich jetzt darüber. Jetzt wieder was zum Öffnen. Jetzt wieder Kupfermünzen. So, das Licht ist unterwegs, um die Welt zu retten. Und zu bekochen. Scheiße. Scheiße. Scheiße ist ein bisschen nahe, ihr Schweine. Stirb. Kompressor. Ein Kompressor. Kann ich jetzt Strom erzeugen? Ach, der zieht es automatisch an. Naja, Horstlichter sieht schon besser aus, ne? Okay, laufen wir weiter. Okay, hier stehen noch drei. Und da ist ein Questgeber, ist der böse. Weil die greifen nicht an. Oder ist das unser Freund? Und die stehen da einfach da und gucken zu. Ach so, was macht unser Feind da? Ich weiß nicht, gucken mal zu. Hallo. Die Warnung für Grimfold ist noch nicht raus. Und jetzt soll ich sie etwa wegzaubern? Ich muss hier das Ritual vollenden. Es soll die Insel vor dem Feind verbergen. Aber Voller hat recht. Wir müssen unsere Verbündete in Grimfold warnen. Ja, dann warnen wir dir mal. Uns bleibt nur eins. Du musst die Warnung überbringen. Persönlich. Flieg nach Grimfold und warne die örtlichen Dorfpriester. Sag ihm, dass ein Angriff auf die Grimstone bevorsteht. Hier, mein Siegelring. Damit man dir glaubt. Viel Glück. Naja, jetzt habe ich Siegelring. Horst. Horst, kannst du ihn irgendwie anziehen? Das ist ja der Fingerring. Horst, das ist nur ein Ring. Zieh ihn an. Los. Horst. Ja, nehm nicht. Mal hier. Um das zu heilen. Essenz. Ach, das ist so eine. Heilelixier. Die kann ich nicht eins nehmen. Muss ich aufpassen, dass ich nicht Fähigkeiten mit eins nehmen will. Der ist auch super, läuft einfach gegen die Wand. Zudem kann er auch nicht, da ist die Reichweite zu scheiße. Aber da ist schon ein fetter Drache da. Der macht mir Sorgen. Ah, der Drache erwischt mich. Stirb. Er ist zu schwach gegen uns. Horstlicht ist auf dem 2. Mechanisches Geschütz. Besser Armgürtel, okay. Das ist so eine Heilkugel irgendwie, wenn ich dran durchlaufe, heile ich mich. Was haben wir hier? Fähigkeiten. Mechanisches Geschütz. Errichte ein schnellfeuernder mechanisches Geschütz, das automatisch einzelne Feinde angreift. Der verursachte Schaden ist abhängig von den Grundschaden und deiner Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Da haben wir einen schneller Schuss, 60% Grundschaden, physisch Schaden verursacht. Naja. Gibt's bessere? Was haben wir erstmal gefunden?
Urainasian. Okay. Den kann ich beim Sockel einsetzen. Dazu brauche ich jetzt Kristalle der Wahrheit. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das schon mal gespielt. Also ich habe das schon vorgespielt. Daher habe ich jetzt da nicht mehr so viel Kristalle der Wahrheit. Da muss ich dann noch ein paar kaufen gehen mit den Punkten, die ich da oben gesehen habe. Da, genau die. Ja, jetzt sind wir hier auf der Stadt. Ich kenne das eben schon ein bisschen. Ich tue es so, wie ich es nicht kennen würde. Gut gespielt, oder? Gut, aber damit würde ich sagen, ist der erste Part auch durch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dann. Tschüss.